Auf diesem Kanal sind ein paar Leute, die rauchen. Ich rauche nicht, aber trotzdem fühle ich mich auf diesem Kanal wohl. Und mit diesen komischen Einleitungsworten begrüße ich euch zurück zu Silosi macht 5, rührt in der Werbetrommel. Es ist wieder mal Samstag und ihr wisst, Promotion Time von mir für die Leute, für die Welt. Und dann kommen wir doch mal zu diesem Kanal, auf den es mich heute getrieben hat, nämlich den Random Arcus. Viele Leute werden ihn kennen. Viele vielleicht auch nicht. Wenn ihr ihn nicht kennt, schämt euch. Aber wenn ihr ihn kennt, dann kennt ihr ihn vielleicht noch unter Arcus Let's Play. Ich muss mal schnell mein Mikro hochschieben. Moment, tut mir leid. So. Ja, von dort her kennt man ihn. Ich habe ihn sehr geschaut. Sehr geschaut, ja. Ich habe ihn sehr oft geschaut, weil er neben Shadow Soul und noch ein paar anderen mich sehr inspiriert hat zum Let's Playen oder besser gesagt auch mich selbst noch ein bisschen weiterzuentwickeln und selbstkritischer an das Thema heranzugehen. Jedenfalls möchte ich ihn euch heute vorstellen und dann kommen wir doch zuerst mal so ein bisschen zum Kanalhintergrund. Wie gesagt, einer der raucht, das ist der G-Man, dann Bowser der alte Sack, dann HW, Lily, Mario, Bowser wieder, Zelda, tut mir leid, ihr wisst das Thema, wie das für mich ist. Gordon Freeman, Gordon Freeman, ja, Gordon Freeman, noch so ein Typ, den man vermisst. Ja, das ist hart. Aber naja, dann, ja, ist es ein super Hintergrund. Ich stehe da noch Random Arcus, ja, so wie sich das gehört, ja. Und ihr wisst ja, ich kann nicht so viel zu Hintergründen sagen, aber ich kann das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, es unterstützt sehr gut für seine Kanäle. Ich glaube, der Typ da ist der Typ aus Baphomet-Fluch. Und dann halt die anderen Projekte, die er hier hochgeladen hat, sind die eigentlich praktisch alle vertreten, bis auf ihr beide, ihr seid böse. Ja, und das ist halt das. Das finde ich cool. Das passt sehr gut, aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ja, aber ich finde ihn, er ist sehr passend, ist angenehm zum Schauen. Ist doch schön. Dann kommen wir doch mal ein bisschen zu seiner Person. Er ist einer, der meiner Meinung nach sehr witzig ist, nimmt wirklich alles aus der Situationskomik oder aus dem Spiel, lässt das Spiel für sich arbeiten, hat wirklich auch ein paar coole Kommentare zum Raushauen. Und ich finde, das greift sehr gut ineinander. Und er ist nicht wie auf Drogen am Kommentieren, also wirklich normal, angenehme Singstimme, macht wirklich coole Formate. Ich schaue ihm immer wieder gerne zu. Und ja. Das ist cool, das finde ich schön, das ist wirklich super. Er ist auch, was mir persönlich sehr wichtig ist, ihr merkt, es ist richtig gut vorbereitet, dieses Video. Es ist ja auch 9 Uhr morgens da. Ja, da ist man natürlich immer gut gelaunt und gut vorbereitet. Nee, aber mir ist sehr wichtig, dass der Typ gut verständlich ist und eine angenehme Stimme hat. Und genau das hat er und ich schaue ihm wirklich extrem gerne zu. Dann kommen wir doch zum nächsten auf der Liste, wo ich abhaken muss. Sorry für das Knicken, das ist mein cooles Kabel. Dieser Kanal könnte euch gefallen, wenn ihr, wie gesagt, jemanden mögt, der eine angenehme Stimme hat, wirklich Situationskomik ausreizt, vielleicht nicht immer die High-End-Spiele der Next Generation spielt, sondern auch mal ein bisschen ältere Sachen. Zum Beispiel Half-Life 2 ist auch schon wieder ein bisschen älter oder Monkey Island oder Gothic. Und das muss man halt mögen. Also müsst ihr wahrscheinlich auch mitbringen, dass ihr auch mal ältere Spiele sehen könnt und möcht. Zu der Stimme habe ich schon was gesagt. Der Kommentarstil ist wie gesagt normal. Das müsst ihr natürlich auch mögen. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Der Kanal könnte euch nicht gefallen, wenn ihr wirklich einen haben möchtet, der die ganze Zeit wie auf Drogen am Rumragen ist und das ist böse und das und böse und halt wirklich laut ist. Jemanden nur sehen möchte, wenn er nur High-End zockt, also immer nur den neuesten Scheiß, der unter Umständen ziemlich langweilig ist, aber der Geschmack variiert ja immer. Ihr vielleicht auch noch jemanden haben wollt, der so ein bisschen auf der Mainstream Welle mitreitet mit Projekten, das werdet ihr hier nicht finden, weil der Arcus, ich finde es sehr super, er ist für mich so ein bisschen als Rebelle bekannt, also er zieht sein eigenes Ding durch, bleibt dabei, macht
gibt auch seine eigene Meinung und das finde ich super. Das machen viel zu wenig auf YouTube. Aber das ist ein anderes Thema. Das kommt dann beim Fazit. Habe ich schon wieder was vorgenommen. Dann gehen wir noch mal zu seinen Projekten oder sind wir seine Projekte zu sprechen. Baphomets Fluch. Der Hammer hat noch nicht alle Playlists aktualisiert. Müsste dann halt über Uploads gehen. Ist ja auch nicht so schlimm. Super. Ich habe das Spiel vom Sehen gekannt, aber noch nicht. Ja, persönlich hört sich komisch an. Ich bin ja nicht persönlich befreundet mit dem Spiel. Wenn ich nach Hause komme, kommt einer aus dem PC raus. Hallo, wie geht's? Nein. Und Paper Mario. Super. Das Spiel ist der Hammer. Kann ich euch uneingeschränkt empfehlen. Mit seinen Kommentaren sind eigentlich alle Projekte super. Donkey Kong Country ist halt auch super, weil ja. Donkey Kong Country ist halt eine Kindheitserinnerung. Und dann noch mit ihm als Kommentator ist das der Hammer. Ich gehe jetzt hier nicht jedes Projekt durch. Conker's Bad Fur Day. Ich habe mir noch nicht alles reingezogen, kann ich so sagen. Conker's Bad Fur Day. Das Spiel ist schon der Hammer mit ihm. Das ist noch besser. Dann Half-Life 1 und Half-Life 2 habe ich auch schon von ihm gesehen. Super. Müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Ich kann hier wirklich praktisch jedes Projekt uneingeschränkt empfehlen. Legend of Zelda Ocarina of Time. Ihr wisst, wie ich zu Zelda stehe. Ihr wisst es. Ich verliere manchmal auch Wetten, dann werde ich gezwungen, Zelda Let's Plays zu schauen. Ja, es tut mir leid, Arkus, ich wollte mir das mal reinziehen, aber es geht einfach nicht. Ich mag's, ich hasse Zelda. Die ein bisschen länger auf meinem Kanal dabei sind, wissen warum. Ja, The Book of Unwritten Tales, auch super. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein Adventure. Ich dachte mir immer, Adventures sind nicht Let's Playbar, weil die Figuren ja schon eine sehr tiefgründige Geschichte erzählen, die meisten Adventure. Und da noch da die richtige Portion, dass man noch Humor reinbringen kann und gut dazwischen kommentieren kann, finde ich sehr schwierig und da hat das sehr, sehr, sehr gut gelöst. Also wirklich reinschauen. Super Mario 64 haben wir auch reingezogen. Der Klassiker ist natürlich immer super und mit ihm ist es noch besser. Dann haben wir hier noch ein paar Eckdaten. 941 Abonnenten, wo der Silo785 sich auch dazu zählen darf. War schon beim alten Kanal dabei. Und 53.323 Aufrufe. Das können wir verbessern. Hier sind wir am Start. Ich kann euch jetzt, bevor ich zum Fazit komme, noch sagen kann, geht auf seinen Kanal, schaut euch die Videos an, gebt ihm einen Kommentar. Abonniert ihn bitte erst, wenn ihr wirklich, wirklich jedes Video sehen möchtet und immer als erstes informiert werden so wolltet. Sonst bleibt das aktiver Zuschauer dort. Müsst ihr nicht unbedingt abonnieren. Gebt ihm aber vielleicht immer wieder einen Kommentar, einen Aufruf oder vielleicht auch mal eine Pen, wo ihr mal sagt, ich bin immer noch dabei. Denn das reicht vollkommen, weil das Abo-Leichen, die kann niemand gebrauchen. Jetzt komme ich zu meinem Fazit, das ein bisschen länger ausfällt. Ihr habt vielleicht gemerkt, auch in meinen vorderen Werbevideos, ich entwickle mich immer wieder von Video zu Video. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wer das ist und was ich alles dazu sagen kann. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich den Kanal wieder gefunden habe. Denn ich kann jetzt mal so einen kleinen Exkurs starten. Ich habe auch, bin jetzt schon fast 3 Jahren dabei. Und in meiner Anfangszeit waren wirklich ein paar Let's Player, wo der Arkus dazu zählt, eine sehr große Inspiration für mich. Ich würde jetzt sogar so weit gehen und sagen, dass ich dank dem Arkus, meine, ich nenne es jetzt mal, Angst kann man es nicht nennen, Zweifel, dass ich Donkey Kong 64 Let's Play überwunden habe, gesagt, hey, ich mache das. Weil, ja, irgendwie, ich weiß nicht, er hat das so rübergebracht, dass ich mir gedacht habe, wenn er das so rüberbringt, kann zwar nicht besser werden, es kann vielleicht gleich gut oder ein bisschen schlechter werden, aber es hat mich dazu inspiriert, Donkey Kong 64 doch zu Let's Playen und das finde ich sehr gut. Und ich bin froh, dass ich seinen Kanal wieder gefunden habe, denn ich mag wirklich Leute, die ihre Meinung sagen, da kann ich auch wirklich noch das die Rubrik losgequatscht empfehlen. Weil da geht er jetzt mal wirklich auf die Let's Player Szene ein. Szene in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist so das Un ich finde, das ist ein bisschen ein Unwort wie Community. Es existiert keine Community. So wie zum Beispiel in den Amerika, bei den amerikanischen Let's Playern. Aber es ist ein anderes Thema. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Ich mag Leute, die ihre Meinung äußern, dazu stehen und ihr eigenes Ding durchziehen. Mein Fazit ist, geht dort wirklich hin,
Schaut euch die Videos an, ihr werdet viel Spaß haben. Ich habe jeden Tag Spaß mit seinen Videos und das finde ich, ist doch die Hauptsache, dass man sich das ansehen kann, auch wenn es einem richtig kacke geht und dann geht es einem ein bisschen besser. Und das ist doch wirklich schön. Ich glaube, ich habe so viel geredet und das ist richtig schlimm. Jetzt könnte vielleicht einer und andere sagen, ich würde wieder größere Let's Player promoten. Das ist völlig unabhängig, ob jemand groß oder klein ist. Ich mache da keinen Unterschied, ob ihr jetzt 941 Abos habt wie der Arkus oder 10. Wenn ihr super seid, ich wirklich Spaß an euren Videos habe, könnt ihr so viele Abonnenten haben, wie ihr wollt. Ich habe da einfach Spaß und ich will das hier auch nochmal sagen. Es tut mir leid, dass ich dein Video ein bisschen missbrauche, Herr Arkus. Ich kann mir dann später einen Stein an den Kopf schmeißen. Abos sind kein Richtwert. Es wird an Videoaufrufen, Kommentaren und Zuschauer gemessen. Und das sollte sich vielleicht jeder nochmal ein bisschen für sich selbst überlegen, denn das ist nämlich das, um was das es geht. Abonnenten sind nur so eine grob schlechtige Zahl, mit der meiner Meinung nach nicht viel berechnet werden kann. Mit diesen Worten sage ich, geht auf den Kanal, gebt ihm einen Kommentar, einen Aufruf, eine PN, weiß ich. Dann würde ich sagen, Peace, ich bin draußen, ich entlasse euch in euer wohlverdientes Wochenende, dass ihr euch noch ein bisschen von mir erholen könnt. Und dann sage ich auf Wiedersehen, wir sehen uns im nächsten Let's Play oder im nächsten Video von Zillow 785 Rührt in der Werbetrommel. Auf Wiedersehen.